Ich wünsche mir für die Zukunft der Bürgermedien, dass die Menschen das Medium mehr nutzen. Weil es ist ein großer Luxus, dass man sich daran bedienen kann, seine Stimme für Dinge einsetzen kann. Das finde ich sehr demokratisch. Ich wünsche mir tatsächlich für die Bürgermedien, dass sie bestehen bleiben. Ich möchte, dass sich mehr Menschen noch da engagieren und das irgendwie auch wertschätzen, was dafür Arbeit und Zeit investiert wird. Zum einen, dass wir mehr Sendezeit bekommen, bessere Sendezeit. Und darüber hinaus, dass diejenigen, die zum Beispiel mir als jemandem, der zwei Sendungen macht, die Produktionsbedingungen stellt, dass sich das verbessert, dass sie mehr Geld dafür kriegen, mich zu unterstützen. Ich wünsche mir eine viel mehr größere Reichweite für die Bürgermedien. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Medien noch bekannter werden und noch häufiger senden können. Deswegen sollte man bestimmte Sendezeiten etwas großzügiger einräumen. Nicht abends erst um 8 oder keine Ahnung. Das, was gut ist, soll auch mehr Platz kriegen. Viel mehr Zuwendung, auch staatliche, finanzielle. Ich wünsche mir für die Zukunft der Bürgermedien besonders in Nordrhein-Westfalen, dass sie eine stabile Finanzierungsgrundlage und Arbeitsgrundlage damit behalten. Das bedeutet auch, solange es einen privatwirtschaftlichen Rundfunk gibt, dass in diesen Bürgermedien vorkommen sollen und nicht einfach nur verlagert werden aufs Netz. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass sich alle den Bürgermedien zugehörig fühlenden Personen sich mal zusammensetzen und überlegen, was ist ihre Identität. Für die Zukunft der Bürgermedien im Allgemeinen und der Campusradios im Speziellen würde ich mir wünschen, dass wir präsenter wären, dass wir gesellschaftlich mehr wahrgenommen werden. Dass es auch gelingt, die modernen Medien mitzubespielen. Ja, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, wäre vielleicht, dass man es noch ein bisschen mehr digitaler gestalten kann und damit auch die jüngeren Generationen ansprechen kann. Weil es auch irgendwie gelingt, ein Stück Zuhause wiederzugeben. Und das ist ja was Schönes, wenn man auch eine Münsteraner Identität auch über die Medien wiederfinden kann. Dann sind die Rahmenbedingungen so, dass eine Stadt stolz sein kann auf das, was Bürgerinnen und Bürger im Medienbereich dann machen können.